Fünf Jungs aus Hamm in Westfalen, die international so richtig durchgestartet sind. Giant Rooks. Doch ihr Erfolg, der fiel nicht vom Himmel. Die Band hat daran einige Jahre gearbeitet. Nach ihrer Gründung haben sie sich für ihr Debütalbum Rookery Zeit gelassen. Vor 2 Jahren kam es dann heraus. Live sind Giant Rooks ganz besonders stark. Ihr Austausch mit dem Publikum, Melodien zum Mitsingen und ihre enorme Spielfreude, sie schaffen es immer wieder, tausende Fans mitzureißen. Bestes Beispiel, ihre aktuelle Single Morning Blue. In Berlin arbeiten sie gerade an einer neuen Platte. Und jetzt ist er bei uns, der Sänger von den Giant Rooks. Schönen guten Morgen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, super. Gerne. Mensch, dass du noch Zeit gefunden hast, wir haben schon gemutmaßt, irgendwie, dass man das ausgelost hat, wer irgendwie sich jetzt früh zu uns setzen muss, weil ihr ja eigentlich bei der Arbeit seid, um die neue Platte zusammen. Schnick, schnack, schnuck, ne? Das war relativ schnell klar, weil ich bin der einzige Frühaufsteher. Aha. Also die anderen haben zwar angekündigt, dass sie jetzt vielleicht auch zugucken werden, aber also liebe Grüße nach Berlin. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das tatsächlich Wecker gestellt haben. Aber das ist ja also eigentlich komisch, ne? Ihr singt so eine tolle Hymne auf das morgendliche Blau des Himmels. Ja. Also es kennen 80% eurer Band gar nicht. Ja, ist ehrlich? Ironie. Nein, nee, ja. Tatsächlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, man ist ja in Deutschland immer so ein bisschen begeistert, wenn eine deutsche Band es schafft, international erfolgreich zu sein. Ihr kommt gerade von der Nordamerika-Tour ausverkauft, werdet aber international auch viel wahrgenommen, natürlich übers Netz. Habt eine andere Tour, Europa-Tour, die jetzt irgendwie dann im Herbst startet. Wie kannst du dir das erklären? Warum hat es bei euch funktioniert, was so viele wollen? Ganz viele verschiedene Gründe. Ich glaube, wir haben von Anfang an, war für uns so der große Traum, dass wir auch gerne international Konzerte spielen wollen. Wir haben halt auch seit Anfang an schon immer englische Musik gemacht, mit englischen Texten. Und deswegen war das irgendwie so, dass von Anfang an total klar, dass das so unser Ziel wäre. Aber es ist natürlich ein großer Traum und der halt auch selten in Erfüllung geht. Und ich glaube, wir haben von Anfang sehr viel Zeit und Geld und Energie da rein investiert, auch international Konzerte zu spielen. Ganz am Anfang viel in UK. Und dann gibt es aber halt auch so Faktoren wie zum Beispiel TikTok. Da hatten wir so ein paar Videos, die ganz gut gespielt wurden, die irgendwie vielen Leuten ausgespielt wurden, vor allen Dingen in Amerika. Und so kam das dann irgendwie eins zum anderen. Und dann sind wir jetzt im Dezember wieder in Amerika. Und was ist der Unterschied, wenn ihr bei Milky Chance Vorband seid? Ja. Oder ob die Leute extra euretwegen kommen? Also ich finde das lustigerweise, das sagen aber fast alle anderen Künstler und Künstlerinnen, die ich kenne, sehen das genau andersrum. Ich finde das tatsächlich ein bisschen entspannter, wenn man Vorband ist, weil dann kennen die Leute einen meistens nicht und man hat relativ wenig zu verlieren. Und ich finde dann, wenn du halt so eine Headline, so eine eigene Solo-Tour spielst, dann kaufen sich die Leute eben auch ein Ticket für dich und dann ist der Druck irgendwie so ein bisschen höher. Was macht denn mit dem Druck? Was man damit macht? Ja, wie geht ihr damit um? Also ich denke, jeder auf eine andere Art und Weise. Bei mir ist das, ich versuche das alles nicht zu ernst zu nehmen und habe so Entspannungsübungen, ganz viele verschiedene Dinge. Ja. Aber ich glaube vor allen Dingen so eine gewisse Lockerheit, die man sich irgendwie bewahren muss. Es wirkt ein bisschen so, als ob du diesen Druck in Energie umwandelst, in reine Energie. Wir können uns mal anschauen. Ja. Ich glaube, vom Hurricane Festival haben wir einen Ausschnitt. Ja. Jetzt hier. So laut wie ihr könnt. Einmal noch. Das ist Morning Blue. Let's go. Ja, das war irre. Wir hatten Roland Kaiser hier vorgestern, der hat gesagt, wenn man so vor 20.000 Menschen steht, das lädt einen total auf mit Energie. Geht's dir da ähnlich? Für mich war also dieses Hurricane Festival, das war für uns mit Abstand der größte Auftritt überhaupt. Da waren, glaube ich, so 50.000, 60.000 Leute. Und ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, ehrlich gesagt. Er ist erstmal so ein Löschmodus im Kopf. Es war so ein bisschen wie so ein Rausch. Also ja. Ich war so voll im Tunnel und danach haben wir uns auch alle, also wir haben auch schon andere
größere Konzerte gespielt, aber eben halt nicht so groß. Also es war wirklich mit Abstand das Größte. Und wir sind alle von der Bühne gekommen und haben uns so in die Augen geguckt und so gefragt, was war das jetzt so? Und keiner hatte irgendwie so einen Zugang zu seinen Gefühlen. Wir waren einfach alle so irgendwie, es war so ein echtes Rauschgefühl. Und dann müsst ihr euch wieder in den Keller einschließen, um an der neuen Platte zu arbeiten. Wie geht das? Also steht ihr dann morgens wirklich ganz konsequent auf? Also wenn du dann dabei bist jetzt in Berlin und sagst so, Wecker stellen? Ja, also das haben wir zumindest vor. Wir haben das noch nie so gemacht, aber die Idee ist jetzt tatsächlich, wenn wir wieder zurückkommen nach Berlin ins eigene Studio, dass wir relativ klare Arbeitszeiten machen wollen. Also wir wollen wirklich um 9, 10 starten und dann aber auch nur, keine Ahnung, wie weit oder wie lang wir dann weitermachen wollen. Wir arbeiten wollen, aber tatsächlich hatten wir das vor, das ein bisschen mehr zu trennen, als wir es früher zum Beispiel gemacht haben. Ihr habt ja immer relativ lange an den Songs gearbeitet, sie relativ ausgetüftelt. Wird sich daran was ändern oder seid ihr einfach so Perfektionisten, dass ihr sagt, es muss, wenn der Song nicht perfekt ist, geht er nicht raus? Also das auf jeden Fall. Ich glaube, man muss nicht immer monatelang an einem Song schreiben. Ich glaube, es geht auch schneller. Morning Blue ist aber tatsächlich das beste Beispiel für unseren üblichen Songwriting-Modus. Also wir haben wirklich diesen Song, also die letzte Single Morning Blue, in fast jedem Genre, was existiert, ausprobiert. Und das war irgendwie, also das war echt eine wilde Reise bei diesem Song. Und der hat fast monatelang haben wir dran geschrieben und den aufgenommen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wir vielleicht jetzt auch, also wir waren jetzt 4 Monate lang auf Tour, uns kommen jetzt wieder und ich habe das Gefühl, dass sich vielleicht ein bisschen was verändern wird, auch im Songwriting. Also, dass wir in vielleicht euch ein bisschen, natürlich auch. Genau, dass wir uns so ein bisschen erneuern und dass wir uns vielleicht auch so hier und da so ein bisschen zum reduzieren zum Beispiel. Auf alle Fälle freuen sich eure Fans auf die neuen Songs, die kommen. Und wir freuen uns auf den Live-Auftritt in einer Stunde, wo es Morning Blue gibt. Und zwar nochmal in einer ganz speziellen Version, wie sie wahrscheinlich noch niemand kennt. Das stimmt. In einer Stunde. Danke, Fred. Bis gleich. Vielen Dank. Jetzt Ocker. Okay.